Liebe Gäste, liebe Eltern und Geschwister, liebe Grosseltern, Gotteni und Gätteni, ich begrüße euch am heutigen Abend. Ich begrüße auch Frau Simone Gotti, Präsidentin vom Zivilverband Deutsch-Fribourg. Und ich begrüße alle Passiv- und Ehrenmitglieder von Cecilia Vorderdinger. Wir sind überwältigt vom Echo, das die Einladung und die Begeisterung der Kinder ausgelöst hat. In Ihrem Namen und im Namen der Dirigenten und allen Helfer und Helferinnen hinter der Bühne heiße ich euch hier im Podium herzlich willkommen zum Musiken für Dünn und Dick. Vor circa einem Jahr ist die Idee entstanden, als Malpass-Musiker zu machen. Sofort haben sich der Bruno Weiss und Jonathan Lubi voller Energie um eine Haufe Ideen ans Werk gemacht. Sie haben an Geschichten erfunden, Lieder dazu komponiert und textet. Und schon bald hat man in der Probe die ersten Töne vom Sparschwein-Lied gehört. Mit der CD haben die Kinder auch dahin geübt. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von euch hier innen das eine oder das andere nicht bekannt vorkommen. Zwei ehemalige Kinderchorkinder, Tanja und der Benedikt, führen uns jetzt durch die Geschichte der heutigen Trompete. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Freude beim Auftritt der Kinder mit dem Musical durch Dünn und Dick. Hey, du Sophie, was hast du gemacht?
Wo sind die anderen Bücher hin? Wo ist der Rest von der Bibliothek? Warum sind wir jetzt plötzlich draußen? Du, Peter, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Das ist ein ganz besonderes Buch. Wenn man es taucht und was vorliest, dann taucht man die Geschichte ein. Warte, ich lese weiter. Vor lauter Freude, dass jetzt endlich Wochenende ist, singen die Kinder ein Lied. Zusammenlegen.
wie machen sie das jetzt, dass sie Kinder im Heim sind und werden zu reparieren? So beißt jetzt ein Schutzbuch, so verzeiht doch endlich. Pardon, das macht nicht so spannend. Also gut, der erste, den wir jetzt vorbeigucken, ist der Kevin. Der hat sich entschieden, für die Trompete sein eigenes Sparschwein zu verschlagen. Ja, das bei der Mutter wäre eigentlich auch gegangen. Thank you.
Thank you.
Guck, Sophie, es ist gleich noch alles gut geworden. Haben wir es doch gesehen? Und zum Glück, aber vorher Geld hat es dabei nicht eingenommen. Ging noch besser, als ins Gefängnis zu kommen. Thank you.
Peter, was hast du damit gemacht?